So, hallo, wir machen weiter bei Sonic Adventure DX. Wir sind in den Big Stages angekommen und dürfen Froggy fangen. Hurra. So, ich habe es noch im letzten Part schon gesagt. Es kann sein, dass diese Folgen etwas länger werden, weil ich wirklich, wirklich die geringste Let's Play-Zeit, also die Anzahl von den Let's Play-Parts. Ich bin still. Huch. Mata. Da ist Froggy schon wieder davongelaufen. Oh nein. Wo er hingelaufen ist, das sagt uns mit Sicherheit das Licht. Station Square. Zurück nach Station Square. Gut, dann weiß ich, wo ich hin muss. Ach, Kackendreck! Geh halt rein. Geh halt! Mann. Es ist so scheiße, mit dem Viech zu spielen. Es ist der schlimmste Charakter überhaupt. Ich hasse ihn. Den gab es danach auch in keinem anderen Sonic mehr. Glaube ich. Doch! In Heroes. Oder? Ich glaube, in Sonic Heroes kam er vor. Ja, hier war nichts weiter, dann geht's direkt zur Emerald Coast. Auch hier muss man erstmal den Weg zu Froggy finden. Ich meine noch zu wissen, wo er ist. Ich meine nämlich, dass er nicht bei den ganzen Fischen hier mit dabei war. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, sondern wir werden es gleich sehen. Ich meine, man musste durch irgendeinen... Da vorne, ja, aha. Ich meine, hier gab es irgend so einen unterirdischen Gang. Irgendwo. Aber anscheinend... Ne, hier ist er. Oh, ist das dann noch eine andere Stage gewesen? Mensch. Na dann. Kannst du bitte direkt anweisen, Froggy? Natürlich nicht. Ich will den nicht, ich will Froggy. Jetzt bin ich wieder zu weit weg, ne? Ach, komm schon. Ja.
halt was sehen täte. Oh oh. Bori, hier. Komm schon. Wieso geht's jetzt nicht mehr nach rechts? Nach. Hier, Froggy, Froggy, hier. Lecker Köder. Ich geh halt nicht weiter nach links, Mann. Ja, ja, los. Greif zu. Gott sei Dank. Lass nur nicht verlieren. Statt dass er einfach da reingeht und den sich mit der Hand schnappt. Was ist denn jetzt los? Ich kenne echt kein Spiel, wo es irgendein cooles Angelding, ein cooles Angeln-Minigame gab. Also Zelda ist ja auch nicht so wirklich geil gewesen. Oh, Gott sei Dank. Oh. Fuck yes. Fuck yes. あれ?あ。ちょっと待ってくれよ。僕の友達返してくれよ。 Ja, wir suchen hinter der Tür. Und zwar ohne Umstände und sofort. So. Action Stage 4 Hot Shelter. Da waren wir vorhin mit Amy schon drin. Und auch mit Big dürfen wir diesen Bereich betreten. Und jetzt wissen wir nämlich auch, warum hier ein riesiges Aquarium war. Was ist das denn eigentlich? Warum ist das da? Ich weiß es nicht so. Na, jetzt. Kaeru-kun, nantokashite tasukenakya. Meinst du?
Na dann. Ein Checkpoint für Big. Alarm! Da ist ein Loch in der Mitte. Sei vorsichtig, stolpere nicht. Was? So, wo muss ich jetzt hin? Was? Hier ist doch noch gar nicht Frau Mio. Sehen, wie soll man das nirgends herumfliegen? Ich will nicht. Konnte ich das hier irgendwie auslösen oder was war das? Ah ja, ich glaube ja. Das trifft ja jetzt ganz toll. Alles jetzt erwischt. Finally. Wow. That animation, wa? That animation. Ich geh kaputt mit der Kamera. Holy crap. Ist Fori jetzt hier in dem Gebiet, ja? Da kann ich noch mal raus. Wo bin ich denn jetzt? Ne, jetzt bin ich bei dem großen Becken. Obendrauf. Wo ist Froggy? Ah, da. Das Wasser ist voller Glas. Zerbrechlich bitte mit Vorsicht behandeln. Ja. Bringen. Wo ist denn jetzt Froggy? Es ist doch jetzt hier in der Mitte von dem Ding. Das heißt, irgendwo hier außenrum muss das sein. Okay, also suchen wir das mal so. Ist in Ordnung. Ist er nicht dabei? Hier kann er nicht sein. Könnt ihr hier in dem Bereich. Jetzt geh, spring halt nicht wieder raus. Nope, hier ist er auch nicht. Du würdest. Big! Danke. Dann hier kommen wir her. Ach, wahrscheinlich hier. Wahrscheinlich hier in der Mitte irgendwo. Ach, das geht gar nicht auf. Ach, hier kann ich schon gehen. Wait. Ja, das hat es gebracht. Ja, hier ist ja auch Quatsch. Spring bitte raus! Ich raste aus, Big. Ich gehe so kaputt an dem Vieh.
Spring raus jetzt! Habe ich doch geguckt, hier war er nicht. Dann ist es hier auch falsch. Dann ist das hier wieder nur für die Punkte wahrscheinlich. Das könnte halt wirklich sein. Weil, wie gesagt, für die Missionen muss man, glaube ich, eben dann eine bestimmte Anzahl an ein bestimmtes Gewicht sammeln, bevor man Frori fängt. Bonusfische sein. Das Frori hier in dem Runden. Er war ja vorher hier draußen in so einem Ding drin. Und ich dachte eigentlich, dass wir das jetzt praktisch umgekippt hätten. Müsste er doch hier mit rumschwimmen. Diese Kamera! Ist Frori jetzt hier irgendwo oder nicht? Ah. Also muss ich von da aus. Würdest du bitte da drauf springen, Blick? Kann halt von hier aus nicht dingsen, ne? Ne, geht gar nichts. Muss ich das dann? Ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Komme ich da nicht mehr rein? Ich meine, ich kann natürlich auch von die einfach hier, wenn ich kann ja, wenn ich durch den Ring, durch den Reifen, durch den, kann ich auch einfach so, wo ist denn jetzt? Dann machen wir es halt wieder aus dem Wasser heraus. Hier drüben war er, ne? Jetzt hier noch rum und dann kommt er gleich. Hier aus. Mal schauen, ob ich einigermaßen getroffen habe. Ich kann halt mit der Kamera nichts anfangen, wenn es scheiße ist, danke. Frori, hier. Hier ist dein Happa Happa. Oder so. Hier, Happa Happa. Los. Ja, ja. Er hat ihn. Nein! Warum hat er nicht gehittet? Dann jetzt. Ja, je mehr ich einziehe, desto weniger komme ich an ihn ran. Ach Scheiße. Von vorn.
sehe richtig viel. Das war mit Sicherheit richtig. Nächster Versuch. Na endlich. Nein, Fori, du entkommst nicht. Nein. Ah! Schon. Nein, jetzt zurück. Komm schon. Nicht mehr viel. Es ist nicht mehr viel. Oh, Gott sei Dank. 13 Minuten, Alter. So. Kaeru-kun. Nani? Are, koko wa? Ja, wo sind wir denn nur? Ich sehe, da vorne steht Tikal, das heißt, da müssen wir hin. Das heißt, wir gucken kurz zurück. Nicht, dass da wieder was rumfliegt. Ganz, ganz kurz nur einmal außenrum. Oder so. Aber ich glaube, hier ist tatsächlich nichts. Für Big. Ich wüsste nicht, warum hier was sein sollte, ehrlich gesagt. Aber ich meine mich noch an irgendein Level zu erinnern, wo man durch eine Höhle... War das echt nur für Bonus? Ist natürlich möglich. Ah, hier scheint nichts zu sein. Gibt's hier eine Karte? Shrine of Knuckles Ways. Ja, Mensch. Nee, hier kann doch nichts sein. Das wäre halt echt dumm. Nee, komm, wir gehen zu Tikal. Ich habe jetzt keinen Bock drauf. Nein. Ich will nicht, dass du die angelst. Ich will, dass du schneller läufst. Ich will nicht, dass du... Du kannst schneller laufen. Ich weiß, das warum tust du es nicht. Zumindest ein bisschen schneller kannst du laufen. Whatever. すごい。いいの?
私のところに私のこと信じてくれるのね。これが七つのエメラルド。 7つのコントンを抑えるもの。それは混沌を滑るもの。7つのコントン、それを滑るもの。これが7つのコントンを滑るエメラルド。 来たのか？ なんか危ないみたいだぞ。 せっかくカエルくんを助けたのに、 無事にここを出ないと意味ないよ。 逃げないと。 非常事態が解除されました。 モノレールの通常運転を再開します。 Ich kann mich nicht bewegen. Achso, danke. Ja, auch Big landet natürlich in der anderen Welt. Wie komme ich jetzt hier raus? Und auch die über die deutsche, der deutsche Text wieder. IH. Was? Was war das denn? Ach, da hinten ist das Ding. Und auch so, das sind die Chaos Emeralds. Das war ein also wahrscheinlich. Also ein so, that are the Chaos Emeralds. Moment, wo ist jetzt das Ding? Ja, die ist nicht da. Kann ich das holen? Indem ich das hier lese? Wo ist der Rufknopf? Aha. Ja. Gut, wir wissen ja, wo das Finale stattfindet. Wir müssen irgendwie hochkommen. Waren hier nicht immer so Sprungdinger? Aber du musst dich hier hochlaufen. Ach nee, ich fahre hier hoch. Und einmal Bomb. Bonk. Und wir sind in der Mitte. Wo sich der gute Chaos aktuell 4 Fori einverleiben wird. Thank you.
いいぞ。よし、あとはカエルじゃ。そいつがお前のなくした尻尾を持っておる。そいつを取り込めば、お前は完全な体を取り戻せるのじゃ。 遅かったか。カオス。これがあのカオスなのか。何？何？やった！いいぞ！カエル君。カエル君を助けなきゃ。あのカエル、友達なのか。よし、俺が奴の動きを止める。その間に何とかするんだ。 よし、カエル君、今助けるぞ。カエルのいるところに。やめんち。 Wer darf denn da noch zusätzlich gegen Chaos 6 kämpfen, während Sonic schon gegen Chaos 6 kämpft? Na dann, angeln wir doch mal den Frosch. Geh weg. Ging das denn? Anscheinend nicht. Alter, ich bin zu blöd. Wie ging das denn? Mensch. Wo ist Sonic gerade hin? Wie soll ich das denn ziehen? Ich weiß es nicht mehr. Hä? Was genau muss ich tun? Ich sehe schon dieses Sechseck oder Fünfeck oder was das ist. Ah. Okay. Wow. Chaos が近づいた時... Danke, dass du es mir jetzt noch erklären wolltest. やっと。よし。もう離さないぞ。よし。あとは俺に任せて。早く逃げるんだ。うん。ありがとう。 Ach so, ich muss mich bewegen. Ich dachte, das ist jetzt die Cutscene. Mein Gott. Wow. これ使えるのかな。動かし方わかんないけど、まあ、いいか。 Mensch, das haben wir ja noch nie gesehen. So
Ja Mensch, damit haben wir auch Big durch. Der nächste Charakter wird dafür wieder viel, viel besser. Man hat ja schon gesehen, wer es ist. Und ja, mit dem sind wir noch eine Weile beschäftigt. Aber mit Big sind wir durch, Gott sei Dank. Oh, haben wir das geholt? Das haben wir gar nicht geholt. Wo war das denn? Das war in der Kanalisation da unten, ne? Nicht in der Kanalisation, sondern, das war ein anderer Köder. Das war, da, wo man mit Tails hochgeflogen ist. In dem Abschnitt, glaube ich. Das werde ich gleich mal noch kontrollieren, wenn wir hier, da gehen wir gleich, da laufen wir gleich nochmal schnell hin mit Big. Und jetzt bin ich still. Und wir lauschen einem tollen Lied. Yay, da ist es vorbei. Ja, ein Emblem. Hurra. So, jetzt möchte ich wie gesagt ganz kurz gucken, dass wir das hier gleich mal clearen. Erstens... Sieht man hier die Missionen bei Big, was man machen müsste? Man erkennt's. Das ist jetzt nur okay. Dadurch wird aber nicht klar, was ich noch machen muss, oder? Wenn ich jetzt einfach okay mache, dann kommt wahrscheinlich einfach die automatisch die nächste Mission. Ja, okay.
muss man erst einen 1000 Gramm Fisch fangen und danach Froggy. Naja. Wie gesagt, das brauchen wir jetzt nicht. Ich dachte, es war sowas wie, fange insgesamt irgendwas mit 10.000 Gramm und dann erst Froggy. Nein, ich will nicht. Nicht hier. Da will ich hin. Dankeschön. Und obwohl da steht 100%, dann zählt das nicht, was da ist anscheinend. Als irgendwelche Prozentzahlen. Ah, das müsste hier unten gewesen sein, oder? Tatsache, das haben wir nicht gesammelt. Mehr Köder. Fange damit größere Fische. Ja, gut. Das erhöht dann, glaube ich, die Kraft oder keine Ahnung. Wir haben es jedenfalls nicht gebraucht. Egal. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal Gamma. Und tschüss.